Werte Zuschauer, neben mir sitzt unser Chefredakteur Heiko Klinge. Grüß dich, Heiko. Hi, was soll das hier? Du fragst dich sicher, warum du heute hier bist. Ja. Und du kannst dich sicher an ein ganz spezielles Spiel in deiner Testerkarriere zurückerinnern. Es geht um Flatout 3. Es gibt kein Flatout 3. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst. Niemand weiß, was dieses Flatout 3 ist. Das hier ist Flatout 3, der Nachfolger zu einem der besten PC-Rennspiele aller Zeiten. Oh Mann, jetzt reicht's. Das hier ist nur eines. Ein respektloser Schlag ins Gesicht jedes Flatout-Fans. Heiko, denn es ist was ganz Tolles passiert. Die Entwickler von Flatout 3 haben sich damals deinen Test wirklich komplett durchgelesen und haben sich gedacht, Junge, 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 den müssen wir aber überzeugen, dass wir das besser können. Das haben sie jetzt getan, denn hier kommt ihr neues Spiel, Road Rage. Du machst mir Angst. So, Heiko, hier sind wir mittendrin in Road Rage, dem neuen Spiel von Team 6. Das ist auf Steam erschienen, kostet 30 Euro. Und sie haben all die Punkte, die du damals in deinem Wertungskasten kritisiert hast, verbessert. Sollen wir es einfach mal durchgehen? Dann ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, Michi. Also, du hattest damals in deinem Test zu Flatout 3 geschrieben, Minuspunkt, hässliche Autos. Da haben sie sich gesagt, Heiko, das können wir besser. Hässliche Motorräder, guck. Ja, vor allen Dingen, frag mich, wie bewegt sich das Ding? Das ist doch total realistisch. Sieht das nicht aus wie ein echtes Motorrad? Findest du nicht, dass das... Also ich finde, das sieht genau aus wie ein echtes Motorrad. Warte mal, ich zeig dir das mal. Wenn ich jetzt hier den Wheelie mache, der sieht aus wie ein echter Wheelie. Und auch das, ja, das sieht alles, ist alles viel besser geworden. Vor allen Dingen, dass du dann wieder aus der Luft runter plumpst, nachdem du umgefallen bist. Ja, so ist das halt im internationalen Gangster-Motorradsport. Okay. Ich gehe hier mal kurz ans Telefon, denn du hattest damals bemängelt, keinerlei Sprachausgabe. Wow. Das haben sie ersetzt durch, wie ich finde, die bestmögliche Variante, aber wir lauschen da mal kurz rein. Okay. You did an impressive job with that assassination. You interested in going a little further? More challenging work, paying twice as much? Twice as much? Just as easy? The Chinese call their motor gang leaders emperors. We think you can get closer to the emperors than our men have been able to because you're new to the hood. They won't recognize you as a treat. You in? You say emperors. How many guards we talking about? Dozens. All alarmed to the teeth and real pros. I doubt if you can take out even one. They're that good. But you'll be in and out before they know what it... Und so weiter und so fort. Man hat also statt keiner Sprachausgabe das Bestmögliche draus gemacht. Man hat die Sprecher genommen, die absolut überhaupt keinen Bock haben und dann auch die noch so schlecht klischee-mäßig einen fremden Akzent imitieren lassen. Nennen die wirklich hier den Stadtteil Chitterli? Ja, das nennen es Chitterli. Chitterli? Aber Chitterli ist wahrscheinlich passender. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Punkt, denn du hattest ja damals bemängelt, und das hat sich das Team von Team 6 hinter die Lauscher geschrieben, detailarme Strecken. Ja. Gesagt, Heiko, das können wir besser, deswegen haben wir hier eine detailarme Open World. Wow. So much wow. Vor allen Dingen eine Open World, in der offensichtlich ständig Nebel herrscht. Ja, das ist halt hier Ashen City. Ashen City. Ah. Jetzt, deswegen sieht sie die ganze Zeit aschfahl aus, verstehe. Die haben sich was dabei gedacht. Man könnte sagen, sie haben dich verasht. Ne? Wow. Aber jetzt machen wir mal das, was in Road Rage so richtig... Das steht aber, glaube ich, auch. Das sah sehr realistisch aus. Kollisionsverhalten habe ich ja bereits, glaube ich, auch bemängelt. Das sieht jetzt auch viel besser aus. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was der genaue Punkt war. Du hattest, glaube ich, gesagt, lächerliche Umgebungsphysik wurde ersetzt durch noch lächerliche Umgebungsphysik. Moment, ich versuche mal kurz irgendwo reinzufahren. Einen selbstverständlich geplanten Crash, so, mit Vollgas. Nein! That's what happens. Wow. Ich versuche noch mal irgendwas reinzufahren. In ein parkendes Auto. Parkendes Auto? Umgehauen! Das ist doch umwerfend, aber, oder? Ja, aber es hat zumindest ein Schadensmodell, oder? Ist das Auto kaputt gegangen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es explodiert immer alles, aber... Und dann ist es später wieder da. So, jetzt ist alles kaputt. Umgehauen. Ist das Auto noch da? Nö, ich glaube, es hat sich weggebeamt. Vielleicht ist es weggefahren, ja, so ist das eben. Aber das parkende Auto ist noch da. Gegen das bist du ja gegengefahren. Siehst du? Das ist Magic. Unfassbar. Wir machen mal eine Mission, denn
Es gibt in diesem Spiel so unglaublich abwechslungsreiche Missionen, in denen man ständig unterschiedliche Sachen macht. Also man macht keinesfalls in jedem der Missionstypen eigentlich nur irgendwie langweilige Rennen, bei denen man mal gegen die Uhr und mal gegen andere Leute fährt, die strunzdoof sind. Und das willkommen in Chitterly. Willkommen in Chitterly. Tatsächlich ist diese Open World, man denkt sich, hey, da hätte man irgendwie schon was draus machen können, aber das ist irgendwie alles so... So, jetzt fahren wir hier mal hin. Hart. Hart. Töten. Diese Mission ist hart. Okay. So. Es gibt immer wie so, sitzt der auf seinem Motorrad? Der ist halt ein totaler Experte. Hängt dem da der Poppes hinten raus? Oder ist das ein T-Shirt? Das müssen... Experten beurteilen. So, wir müssen jetzt zwei Leute tothauen. Dazu fahren wir neben sie hin und drücken die linke oder rechte Cursor-Taste, um einen fiesen Angriff zu machen. Und das macht mega viel Spaß. Merkst du das? Siehst du das? Wie ich da einfach... Man spürt einfach dieses Gewicht. Das ist einfach... Das ist alles die Crème de la Crème des motorisierten Zweikampfs. Also ich möchte ihm ja einen gewissen Unterhaltungscharme nicht absprechen, also ich hab, wenn man betrunken ist. Wenn man betrunken ist. Die Sache ist nämlich die. Aber dafür 30 Euro will ich dann doch nicht ausgeben. Unser lieber Kollege Ben Danneberg, der hat ja den Test dazu geschrieben, der hat sich deutlich umfassender noch mit diesem Spiel auseinandergesetzt. Und der kommt eben zu einem ähnlichen Schluss. Es ist das mit Abstand schlechteste Motorradspiel. Das unterbietet ja nochmal Ride to Hell Retribution. Was ich aber finde, ist, Ride to Hell Retribution hatte wenigstens noch so eine Autounfall-Ästhetik. Man konnte nicht wegschauen. Ja, ne? Aber es ist ständig noch öder, also noch abgefahrener geworden. Und hieß, das ist einfach nur öde. Das ist ja wirklich, und das sind alle Missionen sind so. Aber du hast eine Heckenschere als Waffe freigeschaltet. Genau. Guter Punkt. Wir schalten nämlich dann gleich mal zurück hier ins Clubhaus, wo es kaum Musik gibt. Wir schalten die Waffen durch. So, und jetzt habe ich hier irgendwo eine Hecken. Machete, Schlagstock, Hackebeil, Schaufel, Brechstange, Heckenschere. So, kann ich die kaufen? Na klaro. Und gleich ausgewählt. Ich kann übrigens auch statt diesem Adretten-Typen kann ich auch... Oh, guck mal, ich habe hier schon mehrere Ladies und auch, genau, das sind Charaktere aus der Singleplayer-Kampagne, die man freischalten kann. Alles unglaublich sympathische Damen Sonja. Und Herren. Mhm. Wir nehmen jetzt mal die hier. So, und ab dafür. Die hat nicht wirklich ein Arschgeweih hinten drauf. Weiß ich nicht, das sollen Experten entscheiden. Oh, das Telefon klingelt schon wieder. Bestimmt eine spannende Mission. Come on, guys, open the gate. Estacato, Natalia. They're looking for me everywhere. I need to lay low. No. You gotta clean up your own mess. You really expect us to fight all the Chinese, all the cops, and start a full-blown district-wide war just to save your ass? If you don't want to help me out, so be it. Just know... I'm a man. Wir überspringen das mal aus Selbstschutzgründen. Fahren das mal zur Mission, aber ich sehe gerade eben, du hattest da noch einen Kritikpunkt, nämlich, dass bei Flatout 3 die Autos bei Wasserkontakt immer explodieren. Das war tatsächlich ganz fantastisch. Auch dem hat man sich angenommen, denn jetzt explodieren die Bikes bei allem Kontakt. Moment, ich versuche mal irgendwo drauf zu fahren. Ja. Also durch die Hecke bist du durchgefallen. Siehst du mal, aber wenn ich hier auf ein Auto drauf fahre, ich muss nur ein Auto finden und schon geht's dahin. Und dann hattest du noch einen Kritikpunkt, Fahrverhalten vollkommen spaßfrei. Da hat man sich gedacht, da gehen wir in die Vollen. Jetzt ist es dauernd unfreiwillig komisch. Wobei, guck mal, da ist ein Auto, da kannst du jetzt explodieren. Nee, du kannst nicht mal explodieren geht, Michi. Ich bin von deinen Skills ein wenig enttäuscht. Jetzt rase ich den so hinten ins Heck. Aber... Ja, aber wie das aussah. Wie sie sich dann irgendwie... Und das ist eindeutig ein Arschgeweih. Ja? Ja, na klar. Ja, okay. Ich meine, niemand kann so auf dem Motorrad sitzen, ohne es mit einem Kreuz zu kriegen. Du merkst übrigens, wie sie gespart haben. Hier ist nicht mal der Baum ganz. Siehst du das? Aber der Baum steht auch in der Hecke drin. Ja. Der geht nur ab der Hecke los. Ich fahre jetzt hinten nochmal drauf. So. Ich glaube, du explodierst das nur bei parkenden Autos. Meinst du? Ich glaube schon. Ja, da ist ein parkendes Auto. Nee, was ist das? Da ist nochmal eins. Jetzt komm schon. Da siehst du. So. Alles brennt, alles explodiert. Sollen wir noch eine Mission spielen oder bist du saturiert? Hast du genug gesehen, dass du dieses Spiel niemals kaufen sollst? Und ja, sagen wir mal so, ich glaube, da spiele ich lieber Flatout 3. Ja, das ist immerhin noch, ich glaube, 10 Punkte besser als das hier. Und das ist tatsächlich eine Leistung, von der man nur den Hut ziehen kann. Also, liebe Freunde, wenn ihr ein cooles Motorradspiel haben wollt, das hier soll ja, also es versucht ja vor allem Leute, oder versucht, dass eben Leute auf den Leim gehen, die
Da war ein Fußgänger. Fahr mal einen Fußgänger um. Fahr mal um. Achtung. Immerhin explodieren sie nicht. Schade. Man hätte es zumindest vermuten können. So, ich wohne jetzt hier. Dark Physics, Bro. Das ist tatsächlich erst ganz erstaunlich. Ja. Wahnsinn. Also das soll natürlich Leute ansprechen, die Road Rash von damals irgendwie gut fanden. Aber es gibt so viel bessere Vertreter dieses Genres. Also Leute, tut euch das bitte nicht an. Spart euch Road Rage. Und vielleicht, wir schicken jetzt dein Feedback nochmal an die Leute von Team 6. Und diesmal... Beim nächsten Mal funktioniert's. Ich bin zuversichtlich, beim nächsten Mal klappt's. Danke euch fürs Zuschauen und ride on! Es war ganz furchtbar.